Das Original trägt kein Datum, aber der Schreibweise nach muss es aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammen, bemerkte Musgrave. Ich fürchte jedoch, es wird Ihnen zur Lösung jenes Rätsels kaum behilflich sein können. Es enthält jedenfalls ein zweites Geheimnis, sagte ich, das mir noch weit interessanter zu sein scheint als das erste. Möglich, dass uns auch dieses klar wird, sobald wir jenes gelöst haben. Nichts für ungut, Musgrave, aber Ihr Hausmeister muss ein sehr kluger Mann gewesen sein. Wenigstens hat er mehr Scharfsinn bewiesen als 10 Generationen seiner Herren. »Ich verstehe Sie nicht recht«, meinte Musgrave. »Das Papier scheint mir doch keinerlei praktischen Zweck zu haben.« »Das möchte ich bestreiten. Mir scheint es ein Dokument von ungewöhnlicher Wichtigkeit, und Brandon war ohne Zweifel derselben Ansicht. Vermutlich hat er es schon früher gesehen als in jener Nacht, da sie ihn ertappten.« »Wohl möglich. Wir gaben uns keine Mühe, es zu verbergen.« Er wollte sich bei jener letzten Gelegenheit nur noch einmal alles ins Gedächtnis zurückrufen, wie mir scheint. Sie erwähnten ja auch eine Art Karte oder einen Plan, den er bei Ihrem Erscheinen in die Tasche steckte, nicht wahr? Ganz recht. Aber was ging denn Brandon unser alter Familienbrauch an, und was soll das Kauderwelsch überhaupt bedeuten? »Das würde man wohl ohne allzu große Schwierigkeiten herausfinden können«, sagte ich. »Wenn Sie nichts dagegen haben, fahren wir mit dem ersten Zug zusammen nach Sussex, um die Sache an Ort und Stelle etwas genauer zu untersuchen.« Noch am selben Nachmittag trafen wir in Hurlston ein. »Vielleicht hast du einmal eine Abbildung des berühmten alten Schlosses gesehen und eine Beschreibung davon gelesen. Ich erwähne nur, dass es in Form eines lateinischen L gebaut ist, der lange Arm ist der neuere Teil, während der kürzere den alten Bau als Flügel darstellt, an den das andere angebaut wurde. Über dem niedrigen, schweren Türgerüst in der Mitte des Flügels ist die Jahreszahl 1607 eingemeißelt, aber alle Sachverständigen stimmen darin überein, dass Balken und Mauerwerk in Wirklichkeit bedeutend älter sind. Die furchtbar dicken Wände und die winzigen Fenster des alten Schlosses veranlassten die Familie im letzten Jahrhundert, den Neubau zu unternehmen. Der alte Flügel wurde überhaupt nur noch als Vorratshaus und Keller benutzt. Ein prachtvoller Park mit herrlichen alten Bäumen umgab das Haus. Der Weiher, von dem mein Klient gesprochen hatte, lag dicht an der breiten Allee, etwa 200 Meter vom Wohngebäude. »Ich war bereits fest überzeugt, Watson, dass die drei Rätsel im Grunde nur ein einziges waren und wir bloß den Musgrave-Katechismus richtig zu verstehen brauchten, um Aufschluss darüber zu erhalten, was aus Rahel Howells und dem verschwundenen Hausmeister geworden sei. So wandte ich denn meine ganze Aufmerksamkeit dem seltsamen Schriftstück zu. Warum lag wohl dem langjährigen Diener der Familie so viel daran, die alte Formel zu untersuchen? Offenbar, weil er etwas darin sah, was allen Gliedern dieses Adelsgeschlechts seit Jahrhunderten entgangen war und wovon er sich einen persönlichen Vorteil versprach. Was konnte das sein, und welchen Einfluss hatte es auf sein Geschick gehabt? Beim Lesen des Katechismus war mir gleich klar geworden, dass die angegebenen Maße sich auf einen Platz beziehen müssten, auf den der übrige Inhalt der Urkunde hinwies. Ließ sich dieser Platz finden, so kam man vielleicht dem Geheimnis auf die Spur, welches die alten Musgraves auf so absonderliche Art verewigt hatten. Zwei Wegweiser halfen uns von Anbeginn der Untersuchung, eine Eiche und eine Ulme. In Bezug auf die Eiche war kein Zweifel möglich. Gerade dem Hause gegenüber, links von der Allee, erhob sich ein wahrer Patriarch unter den Bäumen, die herrlichste Eiche, die ich je gesehen habe. Sie wuchs gewiss schon hier, als der Katechismus aufgesetzt wurde, äußerte ich im Vorbeifahren. Vermutlich schon vor der Eroberung Englands durch die Normannen, versetzte mein Klient. Der Baum hat einen Umfang von 23 Fuß. Das war ein fester Punkt, von dem ich ausgehen konnte. »Haben Sie auch ebenso alte Ulmen?«
fragte ich. »Eine alte Ulme stand dort drüben, aber vor 10 Jahren wurde sie vom Blitz getroffen und man hat den Stumpf abgehauen. Kann man die Stelle noch sehen?« »Jawohl.« »Andere Ulmen gibt es nicht?« »Nein, aber eine Menge Buchen.« »Bitte zeigen Sie mir den Standort jener Ulme.« Wir fuhren in unserem leichten Jagdwagen am Schlosse vor und Musgrave ging mit mir nach dem Platz auf dem Rasen, wo die Ulme früher gestanden hatte. Es war halbwegs zwischen dem Haus und der Eiche. Meine Untersuchung machte entschiedene Fortschritte. »Wäre es wohl möglich, herauszufinden, wie hoch die Ulme gewesen ist?« fragte ich. »Das kann ich Ihnen gleich sagen. Sie war 64 Fuß hoch.« »Woher wissen Sie das?« fragte ich erstaunt. »Mein alter Lehrer ließ mich bei den Aufgaben in der Trigonometrie immer Höhenmessungen anstellen. Als Knabe habe ich die Höhe eines jeden Baumes und sämtlicher Gebäude auf dem Gute ausgerechnet.« Dies war ein unerwarteter Glücksfall. Ich hatte kaum gehofft, die Tatsachen so rasch ermitteln zu können. »Bitte sagen Sie mir, ob der Hausmeister je eine derartige Frage an Sie gestellt hat.« Musgrave sah mich verwundert an. »Nun Sie mich daran erinnern, fällt mir ein, dass Branton mich wirklich vor einigen Monaten um die Höhe jenes Baumes befragt hat. Er hatte sich mit dem Stallknecht darüber gestritten.« Dies war mir eine willkommene Nachricht, Watson, ein Beweis, dass ich den rechten Weg gefunden hatte. Ich blickte nach der Sonne, die schon tief am Himmel stand, und berechnete, dass sie in etwa einer Stunde gerade die höchsten Äste der alten Eiche treffen würde. Eine Bedingung im Katechismus war dann erfüllt. Mit dem Schatten der Ulme müsste das äußerste Ende des Schattens gemeint sein, sonst hätte man den Stamm zur Richtschnur genommen. Es galt demnach herauszufinden, bis wohin der Schatten fallen würde, sobald die Sonne die Eiche berührte. »Das muss recht schwierig gewesen sein, Holmes. Die Ulme war ja nicht mehr da. Hatte Branton es zu Wege gebracht, so musste es mir auch gelingen. In Wirklichkeit war es leichter, als es den Anschein hat. Ich ging mit Musgrave in sein Studierzimmer, schnitzte mir den Holzpflock, den du hier siehst, und knüpfte diesen langen Strick daran fest, bei dem ich jeden Meter durch einen Knoten bezeichnete. Dann band ich 2 Angelruten aneinander, deren Länge genau 6 Fuß betrug, und ging mit meinem Klienten wieder an die Stelle, wo die Ulme gestanden hatte. Die Sonne streifte eben die höchsten Wipfel der Eiche. Ich steckte die Angelrute aufrecht in den Boden, sah, wohin ihr Schatten fiel, und maß ihn ab. Er war gerade 9 Fuß lang. Natürlich ließ sich die Rechnung jetzt leicht machen. Wenn eine Rute von 6 Fuß einen 9 Fuß langen Schatten warf, so musste ein 64 Fuß hoher Baum einen 96 Fuß langen Schatten werfen, und die Richtung beider konnte nur die gleiche sein. Ich maß die Strecke aus, kam dabei fast bis an die Mauer des Hauses und steckte meinen Holzpflock dort fest. Nun stelle dir mein Entzücken vor, Watson, als ich kaum 2 Zoll von meinem Pflock entfernt eine trichterförmige Vertiefung im Boden bemerkte. Es war das Zeichen, welches sich Branton bei seinen Messungen gemacht hatte. Also war ich noch immer auf seiner Fährte. Von diesem Ausgangspunkt begann ich nun die Maße abzuschreiten, nachdem ich zuerst mit meinem Taschenkompass die Himmelsrichtungen festgestellt hatte. 10 Schritte mit jedem Fuß führten mich längs der Hausmauer hin, und ich bezeichnete den Punkt wieder durch einen Pflock. Nun tat ich genau je 5 Schritte nach Osten und je 2 nach Süden. Dadurch gelangte ich bis dicht an die Schwelle der alten Tür. Die 2 Schritte nach Westen musste ich auf den Steinfliesen des Hausflures machen, und damit hatte ich die im Katechismus bezeichnete Stelle erreicht.